Ja, Frau Zweig haben Sie vorhin schon im Publikum gesehen und gehört. Sie kommt aus, ich vermute, aus dem Hotspot für künstliche Intelligenz aus Kaiserslautern. Da gibt es nämlich auch das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Sie ist Professorin für Informatik an der TU Kaiserslautern und sie ist Algorithmusdesignerin. Da stelle ich mir jetzt laienhaft vor, Sie sitzen am Computer und programmieren. Ich sitze gerne an der Tafel und schreibe an der Tafel irgendwelche merkwürdigen Formeln auf. Das ist der Job einer Algorithmusdesignerin sozusagen. Okay. Der Herr, der daneben sitzt, das ist Florian Röhrbein. Er kennt sich bestens mit Robotern aus, weil das sein Fachgebiet ist, die Robotik. Er ist unter anderem Projektmanager des Bereichs Neurorobotics im Human Brain Project. Kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, Großprojekt der Europäischen Kommission. Und er lehrt in Deutschland, also er ist auch viel international unterwegs und lehrt an der TU München im Bereich Informatik. Herr Röhrbein, haben Sie einen Haushaltsroboter? Nee, diese Haushaltsroboter, die brauchen ja immer eine recht saubere Umgebung. Und bei mir ist es wahnsinnig sauber, aber ich mache gerne Stapel mit allen möglichen Zeitschriften und so weiter. Also da wäre für so einen Roboter, Staubsauger einfach nicht genug Platz, um da seine kleine Intelligenz entfalten zu können. Müsste drumherum fahren. Okay. Den dritten Herrn auf dem, den dritten Gast auf dem Podium, das ist Adriano Manino. Er ist Philosoph und Autor und Präsident der Stiftung für effektiven Altruismus. Wenn Sie das mal sich angucken, die Website, dann erfahren Sie da, es ist eine Mischung aus Denkfabrik und Projektschmiede, nennen Sie es selbst, in diesem Schnittbereich zwischen Ethik und Wissenschaft. Jetzt müssen Sie natürlich noch kurz sagen, was effektiver Altruismus ist. Die beiden Leitkonzepte sind der Altruismus einerseits, das ist das Gegenteil des Egoismus, also es geht um eine altruistische Orientierung, es geht darum, die Welt zu verbessern, das Leiden der Welt zu mindern, ganz platt gesagt, und dann soll das Ganze auch effektiv sein und eben nicht ineffektiv. Also wir wollen die Ressourcen, die wir altruistisch investieren, ich meine, es ist immer Geld und Zeit, auch möglichst effektiv verwenden, sodass letztlich möglichst viel Leid verhindert wird oder möglichst viel Leben gerettet werden. Wir unterhalten Projekte zum Beispiel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, versuchen dort einfach die aktuellen Studienlage zu bewerten und dann die effektivsten Projekte herauszufiltern. Daneben interessieren wir uns unter anderem aber auch für den Themenbereich der aufkommenden Zukunftstechnologien, die globale Auswirkungen haben könnten, im Guten wie im Schlechten, und dazu gehört die künstliche Intelligenz. Wenn wir drauf gucken, was soll denn künstliche Intelligenz, was darf künstliche Intelligenz, geht es ja mal um Chancen und Grenzen. Und Sie, Frau Zweig, haben gerade mit Kollegen und Kolleginnen eine Plattform gegründet, Algorithm Watch. Welche Grenze versuchen Sie damit zu bewahren? Was soll dadurch geschützt werden? Ich denke, die Algorithmen müssen sich immer am Menschen messen lassen. Und es gibt einfach Dinge, die können wir nicht so gut. Und dazu gehört Statistik. Und künstliche Intelligenz hat ganz, ganz viel mit Statistik zu tun. Und ich sehe jeden Tag viele kluge Menschen, die bei mir studieren und ziemlich große Probleme damit haben. Und Professor Gigerenzer ist hier in Berlin auch kein Unbekannter, hat das Institut für Risikoforschung, hat herausgefunden, dass Mediziner große Probleme haben mit Statistiken. Und ich frage mich, ob es gut ist, wenn wir Algorithmen in alle Bereiche unseres Lebens lassen. Denn wir verwechseln hier zwei Dinge. Natürlich verrechnet sich ein Computer nicht. Das ist fein. Das heißt nicht, dass es wahr ist, was der Computer berechnet. Und diese zwei Dinge, die verwechseln wir gerne miteinander. Und wenn ich dann einen Algorithmus sehe, der berechnet, wie hoch die Rückfallwahrscheinlichkeit für einen Straftäter ist, und sehe, dass in Oregon Richter angehalten werden, sich diese Werte anzuschauen, und wenn ich da als Algorithmiker drauf gucke und sage, das ist jetzt eine Vorhersage, das ist 70%, was bedeutet das? Wie hoch ist die Güte? Und da möchte ich Sie jetzt wirklich nicht langweilen, aber da gibt es so ein Maß, das nennt sich AUC, und das bei 0,7. Hey, 0,7, das klingt ganz schön hoch. Das ist totaler Mist. Und trotzdem hat es sich etabliert, dass diese Formel benutzt wird, denn hier passieren natürlich zwei Dinge. Wir sind alle froh, wenn uns Entscheidungen abgenommen werden. Zweitens, wenn das
vorgeschrieben ist und ich halte mich nicht an dieses Ergebnis und es gibt nur einen von den 100 Leuten, die ich meiner Intuition folgend freispreche, obwohl dieser blöde Algorithmus sagt, oh, hohes Risiko, und nur einer von denen bringt das Kind um, dann habe ich natürlich eine Asymmetrie in meiner Entscheidung. Und ich glaube, dass wir da ganz frühzeitig entscheiden müssen, welche Algorithmen wir welche Art von Vorentscheidungen oder Entscheidungen treffen lassen wollen. Das heißt, die Grenze, die Sie vielleicht auch damit beschützen, wenn mit Algorithm Watch, Sie haben es gerade gesagt, wir Menschen haben Fehlschlüsse. Wir denken manchmal, diese Algorithmen sind doch irgendwie sicher, die können doch sich nicht irren. Das heißt, geht es auch darum, mit Ihrer Plattform darauf hinzuweisen, wie fehlbar wir sind? Ja, das gehört für mich ganz, ganz klar zur Medienkompetenz dazu. Wenn ich mir eine Sache wünschen könnte für die Grundschulen dieser Welt, dann würde ich mir nicht wünschen, das Laptop für die Schultüte, sondern ich würde mir wünschen, dass wir unseren Kindern mehr beibringen, wo bist du angreifbar? Wie erzeugt man Süchte? Wieso funktionieren diese Online-Games? Ja, an welchen Stellen kitzeln die dich? Wieso verstehst du das nicht mit der Statistik? Denn da gibt es schon ein paar Tricks, mit denen man das besser machen kann. Also für mich hat Medienkompetenz, Medienbildung ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir besser verstehen, was wir gut können, was wir nicht so gut können, wo die Computer besser sind als wir. Deswegen habe ich vorhin auch gestreckt, ja, die Computer werden intelligenter werden als wir, weil es halt ganz viele Eigenschaften gibt, die wir nicht gut können. Und die Frage ist dann, sind das lebenswichtige Bereiche von uns oder nicht? Und ich glaube einfach, dass wir uns da mehr unterhalten müssen. Und eine Entwarnung an all die kleinen Startups und die anderen Firmen hier, es gibt auch viel Alarmismus. Ja, da wird gefordert, dass Algorithmen offengelegt werden sollen. Das ist gar nicht hilfreich und sehr schädlich. Es geht jetzt nicht darum, mal wieder Deutsch überzuregulieren, sondern ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen darüber unterhalten, welche Bereiche des Lebens wir algorithmisch entscheiden lassen wollen und welche nicht. Also eine gesellschaftliche Debatte. Auf jeden Fall. Mhm. Ich gucke mal eins weiter zu Herrn Röhrwein und Ihrem Thema. Also es gibt ja Roboter in sehr vielen Bereichen, der Haushaltsroboter, der bei Ihnen noch nicht Einzug gehalten hat, Spielgefährten, Pflege, also Roboter, die Rasen mähen oder was auch immer tun. Wo sagen Sie denn, ja, da ist es total sinnvoll, die einzusetzen, und wo sagen Sie als Experte, da bitte lieber nicht, da könnte ein Stoppsignal von unserer Seite sinnvoll sein? Ja, also zunächst mal hat die KI ja eine bewegte Geschichte hinter sich. Wir haben es gehört, also vor 60 Jahren, ziemlich genau, ging es los. Und mit allen Höhen und Tiefen dazwischen, der Betreuer meiner Diplomarbeit hat gesagt, KI steht für kommende Informatik. Ja, also für all die Sachen. Ja, das ist ganz interessant, das Phänomen, dass sobald künstliche Intelligenz ein Produkt ist, dann nennen wir das nicht mehr KI. Ja, dann ist es eben eine Waschmaschine oder es ist eine Suchmaschine. Also KI muss irgendwie immer so etwas sein, was noch so halb in den Forschungslabors ist, was noch nicht so ganz super gut funktioniert. Und ich finde, also es gibt natürlich Grenzen, und das knüpft ganz gut an, was vorher gesagt wurde, dass Roboter eben genau da eingesetzt werden können, wie eben auch Software für diese Altersklassifizierung, wo es repetitive Tätigkeiten gibt, die sich zur Automatisierung einfach anbieten. Und dazu gehören auch so Bereiche wie die Altenpflege, wo viele gleich ganz schiefe Gesichter bekommen. Aber nur deshalb, weil es da ein Missverständnis gibt, ja, weil die Szenarien, Roboter einzusetzen in der Altenpflege, schauen nämlich so aus. Und da können Sie mal Pflegerkräfte sprechen, die sind froh, wenn endlich Roboter in ihre Krankenhäuser kommen, denn die können dann die schmutzige Bettwäsche von A nach B bringen, die frische zurück, das Essen von C nach D und so weiter, sodass sich das Pflegepersonal auf die Sachen konzentrieren kann, wo sie als Mensch gebraucht werden. Das heißt, auch eine Entlastung da, also gar nicht dieses Menschliche wegnehmen, sondern sagen, endlich kann ich dann mal fragen, Frau Müller, wie geht es Ihnen heute? Oder kann sie versorgen pflegerisch und muss eben nicht diese repetitiven Alltagssachen machen? Das genau ist die Idee, und was vielleicht auch interessant ist, man ist noch nicht mal so weit, dass man diese Roboter für diese simplen Tätigkeiten zuverlässig einsetzen kann. Ja, also da gibt es eine große Lücke, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend auch und knüpft so an diesem Bereich Medienbildung. Also ich glaube, ist das auch ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig,
wo die Robotechnologie zurzeit ist und was in 10 Jahren möglich ist und woran an Universitären oder auch in Forschungslabors in der Industrie wirklich geforscht wird. Und das ist nämlich etwas komplett anderes, als wir auch heute gesehen haben. Also da hieß es, also Roboter, die haben immer diese roten Augen. Ja, also das sind ganz oft dystopische Szenarien. Und ganz große Teile der Bevölkerung sind einfach geprägt von den Bildern, die sie von Robotern haben in Kinofilmen und so weiter. Und da ist also ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig. Ich glaube, da kommen wir später nochmal zu, weil Sie auch gerne ein paar Missverständnisse da ausräumen würden. Noch eine Frage, weil ich gesagt habe, gibt es Bereiche, wo Sie es nicht einsetzen würden? Also gibt es, ich habe gerade einen Satz gelesen in dem Artikel aus der Welt, der Trend geht zum sozialen Roboter. Ich dachte, oh. Also die nicht nur für uns arbeiten, sondern mit uns arbeiten, also wo es eine Interaktion gibt mit den Menschen. Und da musste ich jetzt an diesen Haushaltsroboter denken. Da war ich vor kurzem Abend auf einer Veranstaltung und ein Herr erzählte mir total angeregt von Bertha. Bertha war der Staubsaugerroboter. Und er hat also eine halbe Stunde erzählt, wie Bertha in der Familie die Hausarbeit geändert hat und so weiter. Und da wurde klar, dieses Ding hat einen Namen, es wird mit einem Charakter versehen. Es war sehr amüsant und es war auch ein bisschen creepy, ja, wo man so dachte, es ist doch nur ein Ding. Ist das eine Gefahr, dass wir in so eine Gefühlsinteraktion eintreten mit Dingen? Das ist eine Gefahr, ich glaube aber nicht eine besonders große, und das machen wir auch schon recht lange. Also jeder kennt es, man sitzt vorm Computer und sagt, was macht er denn jetzt? Ja, also warum er? Und also wir haben halt einfach die Tendenz, da immer das irgendwie zu vermenschlichen, Technik, ja, und wahrscheinlich auch schon sehr viel einfache Werkzeuge. Also davor habe ich jetzt gar nicht so große Sorge. Also weil wir vorhin diese Videos gesehen haben mit der Barbie-Puppe. Also ich würde meinen Kindern noch nicht mal die Barbie-Puppe geben ohne diese Intelligenz. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Herr Manino, Sie haben vorhin, als Sie effektiven Altruismus erklärt haben, gesagt, es geht um Leidminderung. Kann künstliche Intelligenz dazu beitragen, Leid auf der Welt radikal zu vermindern? Ich glaube schon, definitiv. Also es hängt dann natürlich davon ab, wie sie angewandt wird. Also ich glaube, das Interessante daran ist, dass wir es hier sozusagen zumindest potenziell auch mit dem ultimativen Tool, mit einem ultimativen, ich meine Werkzeuggebrauch, Werkzeugentwicklung, das gehört natürlich zur Natur des Menschen. Aber hier haben wir sozusagen mit einem möglicherweise ultimativen Tool zu tun, weil wir Intelligenz quasi künstlich nachbilden. Ich meine, das Meta-Werkzeug, mit dem wir alle anderen Werkzeuge bisher erstellt haben, ist unsere Kognition, und die versuchen wir hier quasi nachzubilden. Und also sollte es zu einer Superintelligenz irgendwann kommen, also sollten Maschinen menschliches oder übermenschliches Niveau erreichen, dann hätten wir natürlich potenziell eine Explosion von den Konsequenzen her, im Guten wie potenziell auch im Schlechten. Ja, vielleicht ein Beispiel, die selbstfahrenden Autos wurden gerade diskutiert. Ich meine, hier geht es natürlich auch darum, dann ja, ethische Dilemmafälle korrekt einzuprogrammieren in den Algorithmus. Also angenommen, ja, wir haben irgendwie eine Kollision, die sich anbahnt, wir haben einen Insassen in dem Auto und der Algorithmus merkt, ja, die einzige Möglichkeit, die Kollision zu vermeiden, besteht darin, den Wagen in eine Wand zu fahren. Ja. Was ist unter solchen Bedingungen zu tun? Ich meine, hier haben wir natürlich auch moralphilosophische Fragen, das ist auch interessant. Deswegen denke ich, können Moralphilosophinnen und Philosophen und dann Leute im Bereich, die an der Technologieentwicklung arbeiten, fruchtbar zusammenarbeiten. Also hier stellt sich zum Beispiel die Frage, sollten wir einfach quasi immer rein utilitaristisch abwägen und die Opferzahl minimieren, oder sollten andere Prinzipien, kantianische Prinzipien zum Beispiel, auch eine Rolle spielen? Das ist eines meiner Arbeitsgebiete zum Beispiel. Also ich habe Philosophie und Mathematik studiert. Und es stellt sich die Frage, ja, lassen sich verschiedene ethische Theorien, also Wertesysteme, überhaupt mathematisch fassen und dann algorithmisch implementieren? Jetzt beim Utilitarismus ist das noch vergleichsweise einfach, aber ich meine, es ist auch unglaublich tricky. Aber dann Theorien eben wie zum Beispiel Kantianismus, kantianische Prinzipien, geht das dann überhaupt? Ja, also wenn man Dinge hat wie ein striktes Lügenverbot oder ein striktes Instrumentalisierungsverbot. Wie bildet man das dann im Rahmen einer Werte- und Zielfunktion ab? Ja? Also ein Ansatz ist zum Beispiel, mit Unendlichkeiten zu arbeiten. Also wenn man einen kantianischen Ansatz verfolgt, ein striktes Lügenverbot zum Beispiel oder Instrumentalisierungsverbot, dann zählt quasi jede Lüge
negativ, unendlich, unendlich negativ. Ja. Aber ich meine, also Sie sehen, da gibt es dann unglaublich viele Probleme. Aber wenn wir, ich meine, so funktioniert quasi unser ethischer Algorithmus, den wir im Kopf haben. Oft können wir den nur implizit reproduzieren. Aber wenn es dann in der Praxis darum geht, dass Maschinen wirklich eine breite Wirkungs- und Handlungsmacht haben, dann müssen wir letztlich auch eben ethische Werte algorithmisch fassen und einprogrammieren können. Also ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel, auch weil es eben zeigt, also dieses Auto, also ein Auto ist natürlich auch ein Roboter, ja, also manche sagen, es ist also ein Computer mit vier Reifen oder ein cyberphysikalisches System, präferieren andere, aber eigentlich ist es ein sehr gutes Beispiel für einen Roboter. Und ist interessant an diesem Beispiel ist, also soll ich nach links oder soll ich nach rechts, dass mit Aufkommen, also der Möglichkeit, mit Aufkommen von immer besseren, leistungsfähigeren KIs, dass das nicht die Ursache ist, dass es auf einmal dieses Dilemma gibt, weil das Dilemma gibt es ja schon ganz lange. Nur wenn wir Menschen in die Situation sind, wird uns niemand einen Strick draus drehen, wenn wir eben nach links gefahren sind und da war die Oma im Rollstuhl und nicht nach rechts, dort war ein kleines Kind. Aber nun mit dem Aufkommen von der KI können wir jetzt, beziehungsweise sind wir auch gezwungen, dem Auto zu sagen, ja, was kannst du machen? Denn das Auto kann eben in Bruchteilen von einer Sekunde diese Entscheidung treffen. Ja, und dann kommen solche Sachen ins Spiel, also nicht nur die Wand, sondern eben auch, also jemand Älteres, jemand Jüngeres. Wie ist es, ich habe 4 links, 5 rechts. Also was darf ich da überhaupt rechnen oder was passiert denn da? Aber, und deshalb ist es interessant, ich habe mit einem Philosophen gesprochen und die freuen sich total, weil so ungefähr nach 2000 Jahren sind sie auf einmal wieder ganz, ganz wichtig und können eben bei diesen essentiellen Fragen, bitte. Ja, nein, ich glaube, das ist ganz gut gesagt. Ich meine, die Philosophie arbeitet oft mit Gedankenexperimenten und ich glaube, dass Gedankenexperimente durchaus auch eine praktische Relevanz haben können, auch wenn sie nicht technisch implementierbar sind. Aber ja, ich meine, wenn unsere technologische Macht ansteigt, dann, wie Sie gesagt haben, werden diese Gedankenexperimente nach und nach zur Realität. Und ich glaube, im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos lassen sich dann auch verschiedene Problemkreise illustrieren. Also ich meine, ganz klar ist es möglich, und das wurde auch in einigen Studien schon nachgewiesen, dass man die Unfallrate relativ drastisch absenken kann. Ich glaube, global sterben jährlich aktuell etwa 1,2 Millionen Menschen im Straßenverkehr. Das ließe sich etwa um 90% reduzieren, sagen aktuelle Schätzungen. Das heißt also, hier hätten wir ein recht großes, positives, ethisches Potenzial. Gleichzeitig steigen aber auch gewisse Systemrisiken an. Ich glaube, das ist ein allgemeines Pattern. Also unmittelbar haben wir ein großes positives Potenzial. Dann haben wir aber eben Systemrisiken. Also was, wenn diese Algorithmen irgendwie manipulierbar sind? Ich meine, also wenn Manipulierbarkeit besteht, dann gibt es auch plötzlich ja, ganz neue terroristische Risiken zum Beispiel, die vorher nicht bestanden. Oder ganz einfach systemisches Versagen, auch auf einer systemischen, großräumigen Ebene. Und das, ich meine, hier ist dann auch eine wissenschaftliche Risikoabschätzung zu leisten. Ich meine, selbst wenn die Wahrscheinlichkeiten gering sind, also 0,001% Wahrscheinlichkeit auf ein systemisches Schadenausmaß, weil das Schadenausmaß so hoch ist, muss das auch natürlich stark berücksichtigt werden. Und hier versuchen wir als Stiftung auch, die Sicherheitsforschung voranzutreiben. Ich meine, alle Anreize, ja, also weisen einfach in Richtung Expansion der technischen Fähigkeiten. Die Sicherheitsforschung ist auch ökonomisch nicht so lukrativ und deswegen gibt es aktuell mehrere 10.000 Forscherinnen und Forscher, die einfach versuchen, die KI-Kapazitäten auszuweiten. Ja, da kann man dann alle coolen Dinge natürlich damit machen, aber ja, vermutlich weniger als 100 Forscherinnen und Forscher, die sich gezielt um Sicherheitsfragen kümmern und daran versuchen wir auch was zu ändern. Mhm. Sicherheitsfragen betrifft, glaube ich, wieder auch Sie, Frau Zweig, und den Algorithmus. Vorhin kam ja diese Frage aus dem Publikum, wer kontrolliert denn die? Da hatten wir eine Antwort versprochen auf dem Podium. Im Moment versuchen es ein paar tapfere Journalisten. Es gibt vor allen Dingen einen, Nick Diakopoulos, der hat einen Artikel geschrieben, Algorithm Accountability, wo er genau sagt, ja, wir müssen es schaffen, dass wir so über Algorithmen reden, dass wir sie überhaupt untersuchen können. Im Moment wird sehr blumig von einigen Algorithmen geredet. Und mir tut es leid, dass man immer Google und Facebook so heranzieht. Eigentlich haben die das Pech der frühen Geburt. Es sind so die ersten Algorithmen, die wir als Bürger so sehr wahrnehmen.
Aber bei manchen Beschreibungen von Algorithmen wüsste ich tatsächlich als Wissenschaftler gar nicht, wie soll ich denn das untersuchen, ob der Algorithmus das tut, was da versprochen wird. Aus einem Blog von Facebook aus dem Gedächtnis zitiert: Wir versuchen mit unserem Algorithmus die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das, was wir oben platzieren, du auch oben sehen möchtest. Das kann ich wissenschaftlich nicht testen. Wir versuchen das, sagen Sie nochmal? Wir versuchen, das nach oben zu platzieren, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du das auch oben sehen willst. So, da könnte ich mir vielleicht noch irgendwie ein Experiment ausdenken. Dann haben wir ein Problem mit Personalisierung von Algorithmen. Ich bin seit 13 Jahren heftiger Google-Nutzer. Egal, was ich mache, ich bin eine völlig unvergleichbare Person mit allen anderen, weil ich eben 13 Jahre Backlog hinter mir habe. Und das finde ich ganz toll, weil das meine Arbeit sehr leicht macht. Wenn ich irgendwas eingebe, dann finde ich genau das, was ich suche. Und das ist fein. Aus einer wissenschaftlichen Sicht ist das schwierig, denn dann ist es so schwer zu sagen, was heißt denn eigentlich diskriminierungsfrei? Was heißt objektiv? Und ich glaube, was wir halt immer wieder vergessen, es sind einfach menschliche Modelle von menschlichem Verhalten, die da entwickelt werden. Und jetzt kommt ein kleines Geheimnis über meine Profession. Wir Informatiker sind gar nicht so gut darin ausgebildet, menschliches Verhalten zu modellieren. Ja, wir sind auch so mal ganz pauschal gesprochen gar nicht so sehr die Menschen, die sich so wahnsinnig für menschliches Verhalten interessieren, sondern mehr so für das, wie sich Computer verhalten. So, und dann ist so ein bisschen die Frage, ob das, was kleine Gruppen irgendwo sich ausdenken, funktioniert. Und natürlich finde ich das fantastisch. Ich glaube an die Software Engineering Praktiken, die wir immer wieder hören von Google. Es ist aber auch eine Firma, die sich das leisten kann. Und wenn wir dann wieder uns diesen Algorithmus angucken, der die Rückfälligkeit vorhersagt, der ist einmal entwickelt worden von einem Forschungsteam, die haben einmal Geld dafür bekommen und die, also soweit ich das entnehmen kann, den Webseiten, habe ich nicht den Eindruck, dass da kontinuierlich jemand versucht, das weiter zu verbessern und zu gucken, ob das überhaupt stimmt mit den Rückfälligkeiten und so. Und da haben wir ein Problem. Das ist ein Algorithmus, wo es keinen Wettbewerb gibt, wo eben kein anderer sagt, ach, ich mache das jetzt aber auch, und der Strafgefangene kann dann sagen, ich hätte aber lieber bitte diesen Algorithmus, der passt besser für mich. Der ist vielleicht dann nur einmal entwickelt worden von einem Team von Leuten, die keine Soziologen, keine Philosophen, sondern einfach Informatiker sind und sich ein bisschen dahinter verschanzen, was wir vorhin gelernt haben. Denn künstliche Intelligenz gibt uns als Informatikern ein sehr gutes Gefühl. Mit Ground Truth, mit Grundwahrheit, kann ich sagen, jemand anders hat ja entschieden, das sind die Fälle, die ich entscheiden soll, und das sind die Fälle, die irgendwie unproblematisch sind. Ich muss jetzt nur den Algorithmus da hinkriegen, dass er das möglichst gut schafft. Das ist aber meistens nicht so leicht, denn entweder schlägt das Pendel auf die eine Seite oder auf die andere Seite aus. Ich erkenne zu viel oder ich erkenne zu wenig von dem, was ich soll. Und ich kann mich aber so ein bisschen dahinter verstecken, dass ja jemand anderes diese Daten gelabelt hat und ich inhaltlich gar nicht so viel wissen muss. Und das stimmt einfach nicht. Sie haben die Hälfte meiner Vita erzählt, die andere ist ja auch gar nicht so spannend, aber ich bin auch Biochemikerin und das war ich zuerst. Und als Biochemikerin hatte ich keine mathematische Ausbildung, keine algorithmische Ausbildung und sollte Datenanalyse machen. Ich war genauso wie Sie darauf angewiesen, dass mir jemand das gut erklärt. Und ich konnte genau eine Methode, und die habe ich auf alles angewendet, was mir so unter die Füße gekommen ist. Ja. Und ich glaube, dass wir wirklich mehr darüber reden müssen, was tun diese Algorithmen, und die Transparenz muss so weit gehen, dass das jemand testen kann. Und das ist beileibe bei den meisten Algorithmen nicht so, das ist auch bei dem Schufa-Algorithmus nicht so, um mal ein anderes Beispiel zu haben. Und ich glaube, dass wir da wirklich mehr wissen müssen, und es wird meiner Meinung nach Bereiche geben, wo wir gar nicht erst anfangen sollten mit Algorithmen, weil die alle unsere schlechten Eigenschaften genau in die falsche Richtung drehen. Bevor wir zu Ihnen kommen, wir sind ja gerade beim Thema Missverständnisse aufklären. Sie wollten noch, glaube ich, Ihr Lieblingsmissverständnis über Roboter aufklären? Ja. Gerne. Welches? Ach, es war ein Ja mit Fragezeichen. Das hätte ich. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, auf welches Sie anspielen, aber mir fällt auf, dass in dem Bereich es eine ganze Latte von Missverständnissen gibt. Und davon ist eines zum Beispiel, ja, also diese Fähigkeiten, wo man denkt, dass eben Roboter sie haben. Schauen Sie zum Beispiel, was passiert ist bei dem Unglück
in Japan vor etwas über 3 Jahren. Dort war selbst die japanische Bevölkerung vollkommen ungläubig, dass jetzt die Roboter nicht losfahren und aufräumen in dieser Atomruine. Ja, konnten sie halt nicht. Also das wurde auch eher so als nationale Schande gesehen, dass man dann irgendwie mit nach ein paar Monaten Verzug in USA nach Hilfe fragen musste, schickt uns bitte eure Roboter, unsere können das nicht. Ja, also da, oder wenn man mal guckt, es gibt so Roboterwettbewerbe, zum Beispiel auch im Fußballbereich. Das Ziel war ja 2050, dass eben Roboter gegen Menschen gewinnen. Und wenn man sich da Videos anschaut, dann wird man ganz bescheiden, weil dann rollt halt der Ball auf so einen Roboter zu. Und wir haben auch ein paar Beispiele gesehen von den Robotern zumindest. Und der Roboter fällt einfach links zur Seite. Ja? Also da sind einfach ganz, ganz viele Sachen noch nicht gelöst. Deshalb, nichtsdestotrotz finde ich es aber wichtig, dass wir den Blick wirklich weit voraus lenken und schon Bewusstsein schaffen und überlegen, was passiert denn. Denn, und das ist, glaube ich, vollkommen klar, wirklich intelligente Systeme werden wir nicht bekommen als ein Stück Software, sondern nur, wenn diese Software eingebettet ist in einen Körper. Denn also das ist ein anderes Missverständnis, das ist vielleicht mein Lieblingsmissverständnis, dass man immer mit Denken, mit Intelligenz das Gehirn assoziiert. Das Gehirn an sich macht überhaupt nichts. Das Gehirn ist nur dann sinnvoll, wenn es in einen Körper eingebettet ist und wenn dieser Körper in einer Umgebung lebt, mit dieser Umgebung interagiert. Wir haben ein Gehirn nicht, um zu rechnen oder um zu lesen, sondern wir haben ein Gehirn in unserem Körper, damit wir intelligentes, arterhaltendes Verhalten produzieren. Ja? Und das heißt also, die ganze, zum Beispiel diese Forschung im Bereich Schachcomputer, die hat vor allem gezeigt, es gab dann irgendwann den Weltmeister, aber sie hat vor allem gezeigt, dass unser Gehirn komplett anders funktioniert. Dass auf die Weise, wie eben Schachcomputer Weltmeister werden, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, wie das Gehirn funktioniert. Und deshalb ist es so spannend, in diesem Human Brain Project zu sein, denn dort arbeiten wir ganz eng zusammen mit Neurowissenschaftlern, denn es gibt eben sehr viel mehr als das, was jetzt eben so der große Hype ist und Deep Learning genannt wird. Also das Gehirn funktioniert doch ganz anders. Deep Learning übrigens, also wird ja jetzt massiv ausgenutzt, angewendet von großen amerikanischen Firmen. Deep Learning-Algorithmen wurden in Deutschland entwickelt. Aber irgendwie hat man es dann versäumt, daraus eine Firma zu machen. Herr Vollmers, Sie haben eine Frage. Ja, ich habe ganz viele Fragen, weil es so spannend ist, aber ich beschränke mich mal auf zwei. Die eine ist, geht in die Richtung von dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Rohrbein, nämlich bei der Frage der Körperlichkeit und die Notwendigkeit von Körperlichkeit, um Intelligenz tatsächlich zu entwickeln, beziehungsweise menschliche Intelligenz nachzuahmen, das ist ja immer das, was man so auch vielleicht so im populistischen Diskussionen anstrebt. Ne? Und ich kann sehr viel damit anfangen, wenn Sie sagen, man braucht einen Körper, damit man denselben Input auch generiert. Also die Sinne, die Informationen aufnehmen und die ja auch das Gehirn formen und dadurch dann über Jahre hinweg, über wahrscheinlich Wiederholung etc. Intelligenz produzieren. Das leuchtet mir sehr ein. Diese Erkenntnis ist ja auch schon, glaube ich, nicht ganz so neu bei den Experten jetzt. Die Frage ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das Problem dabei, dass man die Funktionsweise des Gehirns noch nicht so richtig kennt beziehungsweise nicht nachbauen kann oder sozusagen abbilden kann, in Modellen abbilden kann. Haben Sie das Gefühl, dass sich das jetzt in den letzten Jahren sehr stark verändert hat beziehungsweise denken Sie, dass sich das in den nächsten kommenden Jahren auch mit der gleichen Geschwindigkeit entwickelt wie in anderen Technologiebereichen und dass wir dann tatsächlich dort auch, also mit Körperlichkeit und darauf basierender Intelligenz große Fortschritte machen? Das ist die Frage an Sie. Und das Zweite ist eine Bemerkung ganz kurz, weil ich dachte, ich finde es auch super, Herr Manino, was Sie gesagt haben, dass ich finde das auch interessant, wenn sozusagen philosophische Überlegungen, die sich mit fundamentalen Fragen beschäftigen, jetzt auch, ich sag mal, mathematisch runtergebrochen werden und man auch so ein bisschen gezwungen ist zu gucken, was haben wir denn hier eigentlich, ne, und sehr konkret auch werden muss. Aber das wäre doch auch eine super Idee, wenn man so eine philosophische Taskforce auch, die unabhängig agiert, jetzt anbinden würde an große Technologieunternehmen, um da so ein Feedback-System zu entwickeln. Gibt es sowas vielleicht schon, dass man sich da austauscht? Vielleicht zu dem ersten Teil, aber ich kann
als kleine Anknüpfung vielleicht, also weil ich ja eben mit vielen Neurowissenschaftlern zusammenarbeite, ist ja so ein bisschen umstritten, ob es Altruismus überhaupt gibt, nicht? Aber zu Ihrer Frage, ich glaube, es gibt keine Forschungsgruppe auf der Welt, die es wirklich zum Ziel gesetzt hat, menschliche Intelligenz nachzubauen. Ja, weil viel interessanter ist es, Roboter zu entwickeln, die selbst eine Entwicklung durchmachen, ja, die man eben nur sozusagen ein Grundgerüst mitgibt, eben wie ein Neugeborenes, ja, also bestimmte Gehirnstrukturen sind vorgegeben, vor allem aber ein Lernverfahren, da haben wir heute ja auch einiges gehört, und dann lässt man die, also am besten also wie eine Roboter-Krabbelgruppe, lässt man also mehrere Roboter auf diesem Entwicklungsstand miteinander spielen und gibt ihnen die Möglichkeit, eben selber Sachen dazuzulernen. Und also hier wurden große Fortschritte gemacht, also im Bereich der Modellierung des menschlichen Gehirns. Das Human Brain Project hat sich ja explizit vorgenommen, das menschliche Gehirn nachzubauen in Computersimulationen. Und wir verwenden dazu übrigens nicht nur Standard-Supercomputer, also die schnellsten, die es in Europa gibt, weil die sind nicht schnell genug, sondern es wird eigenständige Hardware entwickelt, sogenannte Neuromorphe-Hardware. Also das ist spezielle Computer, die eben auch Sachen ausnutzen, die wir sie im Gehirn vorfinden. Und ich glaube, diese Kombination ist sehr erfolgsversprechend, also Gehirnmodelle laufen zu lassen auf dieser neuromorphen Hardware. Und das ist also im Prinzip also eine Chipkarte, und die steckt man dann aber in Roboter, damit die eben mit ihrem Körper in ihrem natürlichen Habitat leben, interagieren können. Ja, vielleicht ganz kurz noch dazu. Ich glaube, es ist etwas müßig zu fragen, ob es Altruismus überhaupt gibt, denn klarerweise gibt es Verhaltensweisen mit altruistischem Output, und ob die dann egoistisch, ich meine, man kann in die Psychologie blicken, die uns statistisch sagt, dass etwa 1% menschlicher Bevölkerung klinisch als soziopathisch oder psychopathisch klassifiziert werden können. Und jetzt, also Soziopathen handeln halt sehr anti-altruistisch, vielleicht sogar sadistisch. Und ob jetzt die anderen 99% dann letztlich auch egoistisch getrieben handeln, ist nicht so relevant, wenn es einfach eine Tatsache ist, dass sie die Interessen anderer besser berücksichtigen. Aber ja, danke für die Bemerkung. Also ich bin da auch ganz froh darüber, dass die Philosophen endlich mal gezwungen sind, wirklich das Ganze formal auch runterzubrechen. Und dass die Philosophie dadurch auch attraktiver wird für Formalwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also wir unterhalten auch, also Google zum Beispiel beschäftigt einige Ethiker, wir unterhalten Kontakte zu DeepMind und versuchen da auch das Ganze, sofern das möglich ist natürlich, in ethische Bahnen zu lenken und eben auch Leute mit formalwissenschaftlichem Hintergrund dazu anzuregen, diese Fragen zu analysieren. Ich glaube, Sie hatten die Frage nach der Verantwortungszuschreibung gestellt, die natürlich ethisch und rechtlich sehr spannend ist, und auch hier zwingt uns die künstliche Intelligenz einfach analytisch extrem klar zu denken. Also ich glaube, also ein Resultat, das hier vielleicht überzeugt, ist, dass ein Modell, das das Rechtssystem als Anreizsystem modelliert und dass man dann sozusagen sagt, ja, Verantwortung kann im Prinzip jedem Akteur zugeschrieben werden, der auf solche Anreize reagieren kann. Also angenommen, ein selbstfahrendes Auto wäre hinreichend intelligent, um zu verstehen, dass es da dieses rechtliche Anreizsystem gibt, dann könnte man das Auto selbst letztlich auch zur Verantwortung ziehen. Solange das nicht der Fall ist, muss man halt einfach gut analysieren, wer kann im Rahmen sehr komplexer Systeme, wer kann welche Akteure, und aktuell sind das menschliche Akteure natürlich, wer kann in welchem Maße auf diese Anreize reagieren und dann entsprechend die Verantwortung zuschreiben. Ganz kurz noch, die Kehrseite natürlich dieser ethischen Analyse, also einerseits geht es um ethisches Handeln und andererseits geht es darum, dass man möglicherweise betroffen ist vom Handeln anderer. Also hier geht es dann darum, um die Frage, wer kann Rechtsträger sein oder nicht. Klarerweise sind alle menschlichen Individuen Rechtspersonen, und gerade bei neuromorphen künstlichen Intelligenzen stellt sich irgendwann die Frage, ja, ist es philosophisch und dann auch computerwissenschaftlich, vielleicht neurowissenschaftlich denkbar, dass diese Entitäten irgendwann selbst vielleicht Bewusstsein entwickeln oder Leidensfähigkeit entwickeln. Ich meine, es gibt da alte philosophische Gedankenexperimente, man stelle sich vor, dass quasi ganz kleine neuronale Einheiten durch Computerchips ersetzt werden. Ja? Und dann habe ich vielleicht ein Gehirn, das zu 1% aus Computerchips besteht, mein Bewusstsein ist wohl noch da, dann 2%, 3%, 4%, ich meine, das sind alte philosophische Gedankenexperimente, die suggeriert haben, dass das Bewusstsein vielleicht erhalten bleiben könnte. Das heißt, dass, wenn wir den Blick weit in die Zukunft
lenken. Irgendwann wird auch diese Frage aufkommen. Ja, können Roboter allenfalls auch Rechtsträger sein? Ja, ich hatte vor kurzem einen Artikel von einem Philosophen aus Korea gelesen, der sich ernsthaft mit der Frage auseinandersetzt, ja, was die Leute im Human Brain Project machen, wenn die wirklich erfolgreich sind und so weiter, also genau wie Sie gesagt haben, mit dieser neuromorphen Hardware, ja, dürfen die dann überhaupt diese Kiste ausschalten? Tauchen ganz neue Fragen auf. Ja. Ganz kurz vielleicht noch, was eine bessere rechtliche Analogie zunächst wohl sein wird, sind die Tierschutzgesetze. Weil die ersten Algorithmen, die vielleicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Leidensfähigkeit haben, werden wohl kognitiv relativ simpel sein und analog zu Tieren. Und dann müsste man halt, ich meine, ja, wir haben auch Tierschutzgesetze, man darf mit Tieren nicht alles tun, man muss begründen. Also wenn man Tiere leiden lässt, dann braucht man eine stichhaltige Begründung, muss man vielleicht nachweisen, dass man wieder menschliches Leid verhindern kann. Und so wird das vielleicht eine analoge Entwicklung nehmen, irgendwann. Bitte, Frau Kohl. Ja, ich wollte gerne nochmal auf das Beispiel, was Frau Professor Zweig angeführt hat, zurückkommen. Diese Software, die die Rückfallquote von Straftätern vorhersagt, ist ja unter anderem deshalb in die Diskussion geraten, weil sie eine höhere Rückfallquote für farbige Menschen in den USA berechnet hat. Und an der Stelle setzt doch eigentlich die Frage an, wie viel Entscheidung gebe ich jetzt oder Entscheidungsgewalt gebe ich einer solchen Software? Ich kann daraus, so wie die Software das macht oder wie der Richter, der sich vielleicht darauf verlässt, den Schluss ziehen, farbige Menschen haben eine höhere Rückfallquote. Wenn ich aber weiß, welche Faktoren diese Software mit in ihre Berechnungen einbezogen hat, dann muss ich eigentlich zu dem Schluss kommen, dass sehr wahrscheinlich die sozialen Lebensumstände von Farbigen eher so gelagert sind, dass daraus eine höhere Rückfallquote resultieren kann. Das heißt also, die liegt nicht in der Person, sondern in den sozialen Umständen. Und insofern könnte mir die gleiche Software ja die Entscheidungsgrundlage bieten, an den sozialen Verhältnissen etwas zu ändern, dann hätte ich sie in einer viel sinnvolleren Weise genutzt. Und insofern finde ich, ist es wirklich wichtig, nochmal sich mit der Frage zu befassen, welche Entscheidungen basiere ich auf künstliche Intelligenz? Und dazu hilft, glaube ich, genau das, was Sie gesagt haben, zu wissen, nicht nur, wie rechnet der Algorithmus, sondern welche Faktoren nimmt er in seine Berechnungen hinein, weil ich dann besser verstehen kann, zu welchen Ergebnissen er kommt. Danke. Und das ist natürlich die Traumantwort, aber so sind die meisten eben nicht sozialisiert und die haben dafür auch gar keine Zeit, sich so weit mit den Systemen auseinanderzusetzen. Dann gibt es ein wunderbares Ampelsystem, das sagt dann grün, gelb, rot, da stehen ja gar keine Zahlen mehr. Dann gibt es ein anderes Beispiel, es ist viel harmloser, aber es zeigt einfach, wie schwierig das zu bewerten ist. Da wurde Nachholsoftware für den SAT-Score angeboten und der Preis variierte je nach der Postleitzahl. Das ist übrigens auch in Deutschland nicht verboten, wenn ich das richtig sehe. Und dann stellte sich aber heraus, dass die Postleitzahl diskriminiert nach Rasse, und zwar haben Asiaten dann ein doppelt so hohes Risiko, mehr zu bezahlen. Das macht es eben so schwierig rauszukriegen. Also nur wenn man die Variablen anguckt, fällt einem das vielleicht gar nicht erstmal auf. Und es kommen ja noch viele Sachen dazu. Wie gesagt, es wird bestraft, wenn der Richter sich nicht oder die Richterin sich nicht an den Vorhersagescore hält und jemand trotzdem kriminell wird. Es gibt sehr viel weniger Lobby, wenn man jemanden einfach mal vorsorglich ins Gefängnis steckt. Dann ist natürlich das Wort Rückfallquote für ein Individuum überhaupt nicht gut definiert. Drittens müssen wir auch beachten, wie verändert sich denn unser Berufsbild von einem Richter oder Richterin? Wird es vielleicht nachher nur noch Personen, also einen Teil der Personen geben, die diese maschinenunterstützten Entscheidungen treffen, die einfach nicht mehr so gut ausgebildet sind, die eben genau diesen ganzen Hintergrund, den Sie geschildert haben, gar nicht mehr haben werden, weil wir sagen, naja, ein bisschen Verlust ist immer und dann gehen halt ein paar mehr Leute ins Gefängnis, aber wir sind sicher. Und auch da, ich meine, wir haben diese Diskussion im Moment andauernd, Sicherheit gegen Freiheit, und wenn wir da im Moment auf der Seite der Sicherheit stehen, dann werden wir ein paar mehr Leute ins Gefängnis schicken. Ich würde gerne noch auf ein anderes Berufsbild eingehen. Ich darf Ihnen Sönke Bartling vorstellen. Das ist der Herr, der ganz am Anfang seinen Vortrag halten wollte und leider nicht hier ankommen konnte und jetzt doch noch da ist. Apropos Berufsbild, er ist Mediziner, also er ist Facharzt für Radiologie und forscht zu bildgebenden Verfahren einerseits und andererseits forscht er am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, so ungefähr 2 Kilometer da lang. Und da beschäftigt er sich viel mit Open Science. Von daher wäre es noch schön, wenn wir ein bisschen von Ihnen einfach
horchen können, wie künstliche Intelligenz in der Medizin Dinge verändert und was sie da soll und wo es vielleicht eine Grenze gibt, wo sie sagen, ah, lieber nicht. Ja, das ist eine interessante Frage. Was mir jetzt, also erstmal, ich gehe erstmal zurück auf die Diskussion, okay, die bisher stattgefunden hat. Also was ich ganz toll fand, war von Frau Professor Zweig, die die Statistic Illiteracy among Physicians, ja, und Forscher sogar, ne, dass man dann da viele Sachen nicht für absolute, relative Wahrscheinlichkeiten werden nicht erkannt, ganz einfache Sachen. Und ich möchte das ein bisschen ausdehnen, es geht da nicht nur um Algorithmen, sondern wir haben statistische Verfahren in der Grundlagenforschung, die komplett falsch verstanden werden und darauf beruhen ganz große Anzahl unserer Forschungspublikationen, der studentische T-Test, P-Value zum Beispiel, ne? Richtig, und das ist das Problem, es ist veröffentlicht überall. Es wird gerade ein Forscher, da gerade ganz berühmt aus Stanford, der Ioannidis, weil er langsam 2004 die ersten Publikationen, jetzt hypt es langsam ein bisschen, aber verändern tut sich immer noch nichts, ne? Halt, also ganz langsam nur, ne? Und das, und die zweite Sache ist, wir haben diese ethischen Dilemma, die angesprochen worden sind, die haben wir aber heute auch schon in der Medizin an ganz vielen Stellen, ne? Wie gebe ich das Geld am effektivsten aus? Was sage ich, was ist am meisten wert? Patienten, Lebenszeit, Lebensqualität gegen Zeit, ja, welche Therapien, die Krebstherapien am Ende kosten so viel wie die 80 Jahre vorher nicht. Ja? Da findet auch keine Diskussion öffentlich statt. Jeder Arzt steht abends im Nachtdienst vor Entscheidungen, die in der Öffentlichkeit so nicht geführt werden könnten, inoffiziell, ja. Und ich frage mich, wie sich das jetzt ändert, wenn es darum geht, dass Autos plötzlich nach links oder nach rechts fahren sollen. Ne? Wie da abgewogen werden soll. Ne? Wie soll da die Diskussion stattfinden? Ne? Muss ja dann jetzt irgendwann, ne? Weil das kann man nicht mehr verheimlichen. Ein anderer Punkt ist, wie ist das mit Geld? Ne? Kann ich mir eine Vorfahrt kaufen? Ja? Das ist ja auch mal interessant. Ne? Nee, wirklich, wirklich. Ne? Also, oder der Rettungswagen darf schneller fahren, der darf vorbeifahren, der darf überholen. Ne? Ist nicht ja nachher auch der Herr Politiker sowieso, ne? Oder jemand, der wirklich mal Geld ausgeben will. Ich kann mir ja dazu ein bisschen Geld dazu verdienen, indem ich Platz mache. Ne? Ja, warum nicht, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, ja, und die künstliche Intelligenz in der Medizin, denke ich, um darauf zurückzukommen, ist es diese Hilfe, ne? Erstmal, ne? Dass so Sachen rausfiltern. Ich stelle mir jetzt so als Radiologe jetzt vor, gut, die Bilderkennung, noch nicht so ganz so, ne? Dass man das komplett ersetzen kann. Aber was ich mir wünschen würde, wäre so eine Funktion, man hat früher so die Patientenakten gehabt und da hat man gesehen, die sind so ganz zerflettert, da war was und dann war der ein ganz bestimmter Fall mit einer bestimmten Geschichte und da hat man irgendwie so nach einiger Jahr Berufserfahrung so das Gefühl gehabt, Moment, da stimmt was mit dem Fall nicht, den muss ich nochmal wieder herkramen, da ist was faul, ne? Und ich denke, das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen durch die Digitalisierung, ja. Auch so den Patienteneindruck, ist die Schwester jetzt nervös, die mir den Fall vorstellt. Das sind alles so informelle Zeichen. Und vielleicht kann man die irgendwie so eine Art Metadaten, ja, Metasymptome oder so, ja, vielleicht kann man die jetzt schon viel früher, dass ich so einen Reiter an den Patienten kriege, Moment, gelb, hier ist noch nicht was grün und ich kann dann, die können gleichzeitig lernen dann dadurch die Algorithmen, dass man ein Feedback gibt, Moment, da war ein Fehler passiert, speichert den mal unter Lernfall ab und so weiter. Ne? Das wäre so eine Sache, wo ich mir die Anwendung als erstes vorstellen könnte. Ne? So als ersten Schritt. Also praktisch gestoßen werden auf Dinge, Arbeit abgenommen bekommen. Ja. Aber es klingt so ein bisschen wie Intuition ersetzen, weil Sie haben ja gerade diese Dinge auch genannt, wo man weiß, ah, da gibt es so ein paar Anzeichen, die Schwester ist nervös. Ja. Also das ist ja das, was offenbar noch nicht funktioniert, ja. Also das eben zu ersetzen. Ja, die Intuition, so unterbewusstes Wissen, ja? Mhm. Das gibt es ja auch, wir haben ja dann das bewusste Wissen und das unterbewusste, so vom Gefühl her, da stimmt was nicht. Ja? Und das ist, könnte vielleicht da in die Richtung gehen. Ne? Wobei das so Verfahren wie Deep Learning ja eigentlich auch schon sehr gut können und da ist die Analogie dann, also der Arzt kann sein Wissen nicht explizieren, der kann nicht sagen, naja, also ich meine, ich kombiniere Pattern Detector 1, 2, 3, 4 und 5, und deshalb komme ich zu der Schlussfolgerung, das ist bösartig. Und ähnlich ist es ja in diesen neuronalen Netzen, wo man auch nicht genau weiß, was in diesen sogenannten Hidden Layers repräsentiert wird. Ja, aber das war nur sozusagen ein Problem in der ersten Phase der Künstlichen Intelligenz, wo man diese Expertensysteme bauen wollte, hat festgestellt, ja, man kann die Fachleute, in dem Fall Ärzte, gar nicht
befragen intensiv genug und das dann eben kodieren, sodass das System das machen kann. Aber mit den neuronal motivierten Lernstrategien ist man da jetzt doch schon deutlich weitergekommen. Ich glaube, wichtig ist, dass diese Systeme, und das sind sie ja auch nicht, dass sie nicht autonom reagieren. Es ist ja immer dann noch jemand da, der sich das Ergebnis anschaut. Und es geht auch gar nicht anders, weil es sind ja keine Roboter, wo man sagen kann, die haben entwickelt ein eigenes Verständnis von der Welt. Bei diesen Softwareintelligenz braucht es ja immer einen, der drauf guckt und das dann interpretiert, nämlich einen Menschen. Jetzt muss ich sagen, ich vertraue dem menschlichen Entscheider nicht so wahnsinnig, denn Jahrzehnte, Jahrhunderte haben uns gezeigt, dass wenn eine vermeintliche Autorität vor uns steht im Laborkittel und sagt, hier die Stromstöße, da kannst du gerne noch ein bisschen was draufgeben, das macht überhaupt nichts, der schreit nur ein bisschen, lass das. Milgram, ja. Also ich bin mir nicht so sicher, ob wir nicht, natürlich, Sie sind ein voll ausgebildeter Arzt, für Sie wäre es ein Unterstützungssystem. Wenn ich mir aber vorstelle, dass wir von Anfang an Studierende mit diesen Systemen loslaufen lassen und da blinkt immer so ein Teil des Bildschirms und sagt, guck mal hier, ob die dann überhaupt noch so viel Intuition entwickeln, weil es eben so viel schöner und leichter für unser Gehirn ist, wenn wir eine Vorentscheidung schon präsentiert bekommen und dass da unten rechts auch noch so ein kleiner Schatten ist, den, wenn man den 100-mal gesehen hat, dass man sagt, oh Mensch, da ist aber auch irgendwas und das kennt unser System noch nicht. Also deswegen, ich glaube, dass wir bei manchen Stellen tatsächlich sagen müssen, wir wollen da von Anfang an keine Algorithmen, wir wollen da Menschen haben. Ein anderes Beispiel ist für mich wirklich der Geheimdienst. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir im Moment Geheimdienste haben, die mit Personal, mit Mannstunden oder Personenstunden Menschen observieren müssen. Denn mit einem Algorithmus erstmal Verdächtige ausfindig zu machen, das kostet uns wenig. Wenn wir dann noch bei Bargeldlosen bezahlen, einfach erstmal die Konten sperren können und denen das Leben so schwer wie möglich machen, ist das immer die sichere Entscheidung. Solange wir noch Personalknappheit haben, müssen wir uns sehr viel mehr Mühe geben, welche Entscheidung wir wirklich treffen. Ich glaube, an manchen Stellen ist es tatsächlich wichtig, dass wir mit unseren Beschränkungen uns eben nicht aushebeln, uns eben nicht helfen lassen, weil wir sonst zu sehr in die Faulheit gehen und zu sehr den leichtesten Weg gehen. Gibt es noch eine letzte Frage? Gibt es noch eine letzte Frage von Ihnen, was Sie gerne hören möchten von unseren Gästen auf dem Podium? Zunächst mal eine Frage an Herrn Manjo, aber das wird sicherlich sich möglicherweise dann ausbreiten. Im Grunde die Debatte, die wir hier führen, ist um die 50 Jahre alt. Es gab mal ein Buch, das hieß Die Ohnmacht des Computers. Nee, die Macht des Computers und die Ohnmacht der Vernunft. Also alle Dinge bis hin zu rechtlichen Fragen wurden bereits vor 50 Jahren von Josef Weizenbaum diskutiert. Was wissen wir heute mehr? Was würde Herr Weizenbaum, der ja nicht sehr weit von hier liegt, heute noch dazu sagen? Hat sich das überholt? Ist die Debatte heute auf einem anderen Level, anderen Niveau? Oder könnten wir ihn, wenn es möglich wäre, ihn einladen? Ja, ich glaube, also viele Dinge, ich meine, Sie haben es erwähnt, also viele Grundbedingungen, Grunddynamiken, die bestehen nach wie vor. Ich meine, eben die philosophischen Probleme, es wurde mehrfach erwähnt, sind natürlich auch Jahrhunderte alt und in der Medizin sind wir tagtäglich mit ihnen konfrontiert. Jetzt haben wir einfach steigende technische Möglichkeiten. Ich glaube, in den letzten Jahrzehnten hat sich schon einiges getan und gewisse Dinge sind nun wohl klarer absehbar. Und vielleicht noch einmal das Beispiel des künstlichen Leides zu erwähnen. Ich meine, also hier gibt es natürlich auch noch große philosophische Unsicherheiten. Was heißt Bewusstsein? Was heißt Leidensfähigkeit in biologischen Organismen, biologischen Gehirnen überhaupt? Aber eine relativ plausible Theorie zur Entstehung von Bewusstsein und Leidensfähigkeit oder auch die Fähigkeit, Glück zu empfinden, ist die, dass das evolutionär im Zusammenhang mit verstärkendem Lernen entstanden ist, das ist Reinforcement Learning. Also wir haben, die biologischen Organismen haben gelernt, gewisse positive Stimuli zu suchen und negative Stimuli zu vermeiden. Und das sozusagen, ich meine, da gibt es viele Unsicherheiten nach wie vor natürlich, dass Bewusstsein, Leidensfähigkeit etwas mit dieser Grunddynamik zu tun hat.
Und nun wird auch absehbar, dass Reinforcement Learning Algorithmen auch künstlich immer komplexer werden. Es ist ganz interessant, vor kurzem bin ich auf eine neue Organisation gestoßen mit dem Namen PETRL oder PETRL. Also in Analogiebildung zu PETA, zu PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, gibt es nun einen Zusammenschluss junger Computerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Einige Leute, die bei Markus Hutter zum Beispiel doktorieren oder bei Jürgen Schmidhuber und anderen. Und die haben sich, also die gehen davon aus, dass noch nicht heute, aber in absehbarer Zukunft, vielleicht in einigen Jahrzehnten, Reinforcement Learning Algorithmen wirklich auch Leidensfähigkeit entwickeln werden. Und sie haben, und ich meine, die Menschheit hat natürlich auch leider eine Geschichte, gesellschaftlich immer zu spät zu sein. Also wenn man sich den Klimawandel ansieht oder andere globale Probleme oder auch in der Tat, ich meine, die Nukleartechnologie im 20. Jahrhundert, in den frühen 1930er Jahren, waren die meisten führenden Physiker der Meinung, ja, das ist alles Science Fiction, ja. Die Spaltung des Atoms, das wird nie wirkliche Anwendung finden, aber weniger als 15 Jahre später war es bereits waffenfähig natürlich und kam zum Einsatz. Und vielleicht haben wir eine ähnliche Dynamik, natürlich wurden verschiedene Technologien auch immer gehypt, aber aus risikoethischer Perspektive ist es wohl besser, auf Vorrat zu denken und mehr Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Und also ich glaube, hier haben wir schon mittlerweile einfach neue Erkenntnisse oder neue potenzielle Problemfelder, zum Beispiel eben im Bereich künstliches Bewusstsein, die auf uns zukommen könnten. Ja, also in die Zukunft zu schauen, ist immer schwierig. Und ich habe hier zwei Beispiele, die fand ich irgendwie ganz lustig. Zum Beispiel ein Mr. Sharp, Gründer der gleichnamigen Computerfirma, hat vor 1979 genau genommen gesagt, E-Mail ist ein total unverkäufliches Produkt. Oder ein anderes Zitat von dem Chef von 20th Century Fox, gibt es ja noch, er hat gesagt, der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden es sehr bald müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. Ja, also so viel zu Vorhersagen. Ich glaube, Weizenbaum wäre einigermaßen schockiert. Da war er schon erschrocken, was Leute da in sein ELISA-Programm so hineinfantasieren. Ich glaube, er wäre einigermaßen schockiert, wenn er sehen würde, dass man also jetzt Kindern diese Spielzeuge geben möchte. Wobei das, glaube ich, teilweise auch damit zusammenhängt, das hat man hier bei mehreren Diskussionspunkten auch gemerkt, dass irgendwie haben wir ein Problem, sobald es darum geht, um Berechnung von Emotionen. Also da gibt es jetzt ein Software-System, das kann Emotionen erkennen. Ja, Wahnsinn. Das ist nichts Besonderes. Es gibt viel schwierigere visuelle Mustererkennungsprobleme. Ja, also das ist, da brauchen wir überhaupt keine, manchmal haben wir, glaube ich, Angst vor den falschen Dingen. Und genauso wenig ist es etwas, wo man sich große Sorgen machen muss, wenn es Computersysteme gibt oder Roboter, die Gefühle zeigen. Denn das ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, die Kommunikation zwischen Mensch und System zu verbessern. Ja, auf einem komplett anderen Blatt steht dann immer die Sache, ja, ist sich das System dessen bewusst. Aber das muss man einfach sauber trennen, weil genauso würde man ja nicht bei einer Überwachungskamera sich anfangen zu überlegen, oh, wie ist es denn für die Kamera, wenn sie jetzt diese Fußballfans sieht? Ja, das sind einfach zwei verschiedene Sachen, das bewusste Erleben und die Berechnung. Und da sind Gefühle unter dem Gesichtspunkt nichts anderes als Gesichtserkennung. Lassen Sie uns für die letzten zwei Minuten, da sind Sie sozusagen gefragt, mal das Publikum in zwei Hälften teilen. Sie, die Sie hier am Fenster sitzen, so ungefähr die Linie geht hier, da so durch, Sie überlegen sich mal, wofür hätten Sie total gern künstliche Intelligenz in einem Bereich Ihres Lebens, wo Sie es einfacher haben wollen. Ich hätte total gerne eine Assistentin, die sich um diese ganzen bürokratischen Dinge kümmert und mit dem Bürgeramt spricht und diese ganzen Sachen. Also schnappen Sie sich mal die Nachbarinnen und Nachbarn, überlegen, wo würden Sie total gerne etwas haben, was Ihr Leben leichter macht. Und die anderen können sich überlegen, wo setzen wir sozusagen ein No-Go-Area-Schild, wo wollen wir auf gar keinen Fall, dass da etwas ersetzt wird, wo wir lieber Menschen hätten. Einfach kurz für den Schluss, dass Sie die Sachen so ein bisschen setzen können, die wir besprochen haben. Zwei Minuten Zeit. Also, das ist eine Mittelstrecke.
Sitzen da 10 Operateure und das ist ja irgendwie gerade das Hinterhältige und beobachten dieser Drohne eben wochenlang. Sie hat einfach nur das Problem der Zeit. Du hast auf den Kopf gedrückt, du kannst sie nicht wieder zurücknehmen. Aber trotzdem hast du bestimmt. Ich glaube, es gibt keine Patentantwort, um sich bewegen zu bestimmen, die sagen, man müsste eigentlich viel mehr Studien durchführen. Eine Wissenschaft ist zu klein allgemein. Es werden viel zu wenige Reparaturen. Und dann ist eigentlich gefragt, was Studien sind. Also wenn man das wirklich zeigen kann. Bevor man lieber allein platzieren geht, dann lieber einen Roboter. Aber ansonsten vielleicht schon so ein Precaution an jetzt mal. Ja. Weil wir einfach prinzipiell an unsere gebunden, an unsere Sinne gebunden sind und an deren Limitationen. Und weil wir ganz prinzipiell davon ausgehen, dass es Zeit kostet, sich mit uns zu beschäftigen. Also ich glaube, das müssen wir erhalten. Ja, genau, das muss erhalten bleiben in manchen. So, das waren 3 Minuten. Ich würde gerne einmal hier reinfragen und einmal hier reinfragen, was Sie sich wünschen und was Sie sich auf gar keinen Fall wünschen. Erzählen Sie mal. Machen einfach mal eine kleine Umfrage. Ich komme auch zu Ihnen runter. Darf ich Sie fragen, Herr Wohlers? Was möchten Sie auf gar keinen Fall haben? Ja, ich habe eigentlich sehr wenig Interesse überhaupt an dieser Nutzung. Sie hätten auf der anderen Seite sitzen müssen. Und ich finde es vor allen Dingen auch schwierig, wenn es dann letztlich doch nur militärischen oder kommerziellen Interessen dient, was ja auch der Herr von Google schon gesagt hat, andere können sich es eh nicht leisten. Von daher sehe ich da keine, und als Jugendschützer sowieso nicht, weil Subtext zum Beispiel oder einen Gesamtzusammenhang interpretieren, da wird es dann wahrscheinlich doch noch 450 Jahre dauern, bis das geht. Genau, zwischen 5 und 500 Jahren war ja vorher die Vorhersage. Gucken wir mal auf die andere Seite. Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich habe eine super Idee entwickelt, gebe ich auch gleich den entsprechenden Menschen auf dem Podium mit? Herr Schwender. Ja, wir haben gerade kurz überlegt, sowas wie Korrekturhilfen für Hausarbeiten. Im nächsten Moment haben wir darüber nachgedacht, ich glaube, das mögen Sie nicht. Es ist immer noch lieber, wenn es menschlich, zumindest die letzte Phase, dass es meine Entscheidung ist. Ich glaube, Sie hätten ein besseres Gefühl, wenn ich es mache, statt einem Computer, auch wenn der einen richtig coolen Algorithmus hätte. Danke. Der Martin Drexler hatte da noch eine schöne Idee entwickelt. Ja, was denn? Jetzt kommt der Knaller. Teilen Sie es mit uns. Die Idee war von Stefan. Okay, die Idee war von mir und es nennt sich Anti-Dummheit-Maschine. Also so ein Handy, was immer piept und irgendwelche unangenehmen Geräusche macht, wenn der Gegenüber Unsinn redet oder vielleicht auch, wenn man selber Unsinn redet. Das fände ich ein ganz tolles Ding. Sollte man dann im Bundestag aufstellen oder so? Nee, das ist zu laut. Das fällt unter die Lärmschutzordnung.
Bitte, Frau Zweig. Etwas, das meine persönliche Intelligenz völlig übersteigt und vielleicht gar nicht so wahnsinnig künstlich intelligent sein muss, die Steuererklärungsassistenten. Herr Röbein? Vielleicht ein Roboter, der es schafft, auch bei mir zu Hause sauber zu machen? Und Herr Manino? Ein Roboter, der Philosophie besser betreiben kann als ich und mir dann die Antworten. Den wollen Sie nicht oder den wollen Sie? Den will ich natürlich, ja. Aber nur persönlich. Den wünschen Sie sich? Doch, ja. Aber zunächst, wie Sie richtig gesagt haben, also ich glaube, ich meine, die langweilige Antwort ist natürlich ja prinzipiell alles und nichts. Es hängt einfach davon ab, ob man wirklich in Studien nachweisen kann, dass die Roboter bessere Entscheidungen treffen, relativ zu den Zielen, die wir wirklich verfolgen, als wir dies tun könnten. Ich glaube, wenn man das wirklich nachweisen kann, dann ist es eigentlich in so ziemlich allen Lebensbereichen unkontrovers, dass ja, das möglicherweise hilfreich sein kann. Aber eben die große Frage ist, kann man das wirklich nachweisen? Und da hat die Wissenschaft und die Wirtschaft, die haben viel zu wenige Anreize, halt diese Studien selbst durchzuführen. Und deswegen müsste man da halt vielleicht auch staatlich die Sicherheitsforschung vorantreiben. Und sind das unsere Ziele oder die Ziele der Roboter? Okay, das verlagern wir jetzt auf den Empfang gleich da draußen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier sind und dass Sie hier sind. Das war der Medienimpuls im Frühjahr 2016. Und ja... Vielen Dank fürs Dasein und nette abschließende Gespräche wünsche ich Ihnen gleich noch. Danke.